Hallo, mein Name ist Oliver Pfeil und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie die neue Installationsroutine von Joomla 3.0 aussieht und die wichtigsten neuen Funktionen in Joomla 3.0. Sie sehen gleich auf den ersten Blick die Installationsroutine. Die Seite hat sich stark verändert. Es gibt jetzt nur noch drei verschiedene Punkte, die man durchgehen muss. Punkt 1, die Konfiguration. Einmal der Name Joomla 3.0 Installation nenne ich das jetzt mal. Die Beschreibung lasse ich jetzt auch so. Dann eine E-Mail-Adresse. Dann Benutzername, das ist grundsätzlich Admin. Und ein Passwort. Dann auf Weiter. Und jetzt sind wir bei der Datenbank. Hier muss einmal der Benutzername eingefügt werden. In meinem Fall ist das jetzt Root, da ich es auf dem eigenen Rechner installiere und nicht auf dem Webserver. Aus diesem Grund brauche ich auch kein Passwort. Und Datenbankname Joomla 3.0 Installation. Und den Tabellenpräfix können wir so lassen. Nochmal auf Weiter. Beispieldateien installiere ich jetzt keine und ich klicke auf Installieren. Und das war es schon fast. Die Installationsroutine läuft jetzt und das dauert jetzt kurz, bis die Datenbanken erstellt wurden. So, Joomla ist jetzt vollständig installiert, so auch die Meldung. Wir müssen jetzt bloß noch das Installationsverzeichnis löschen. Das geht, indem ich hier auf Installationsverzeichnis löschen klicke. Und jetzt öffne ich den Administrator und den Webseitenbereich in einem eigenen Tab. Sie sehen, es sieht hier schon alles etwas anders aus. Das Template kennen Sie mit Sicherheit, es wurde etwas modifiziert. Und ich melde mich jetzt mit dem Benutzernamen Admin und mit meinem Passwort hier an. Und jetzt wohl die größte Neuerung, das komplett überarbeitete Backend bzw. Dashboard von Joomla. Hier wurde wirklich einiges getan, denn das alte Backend, ja, kann man sagen, war vielleicht etwas starr und das wurde jetzt einfach modernisiert. Ein Punkt zum Beispiel, die kompletten Einstellungen, wenn wir auf System, Konfiguration klicken, sind jetzt alle zentral an einem Punkt und nicht wie es in Joomla 2.5 oder den älteren Versionen war, dass unter den Menüs, unter den Inhalten, bei den Komponenten überall ein paar Einstellungen versteckt waren. Jetzt ist das zentral an einer Stelle. Oben findet man die Hauptnavigation, System, Benutzer, Menüs und auf der linken Seite dann das entsprechende Untermenü. Wenn ich jetzt auf Inhalt Beiträge klicke, dann habe ich hier das Untermenü Beiträge, Kategorien, Hauptbeiträge. Beispielhaft lege ich jetzt einfach mal ein paar Artikel an, ein paar Beiträge. Ich gehe auf Neu, Seite 1. Speichern und neu. Also lassen Sie sich bitte von der neuen Oberfläche nicht verwirren. Ein paar Mal damit gearbeitet und man findet sich genauso zurecht. Das geht alles gewohnt ganz schnell. Und Sie sehen auch, der Editor hat sich etwas verändert und wurde einfach angepasst. Hier habe ich wesentlich mehr Platz und es sieht alles übersichtlicher aus. Und wie es früher bei alten Versionen auf der rechten Seite sehr viele Einstellungsmöglichkeiten gab, sind jetzt unterhalb des Beitrags die wichtigsten. Und ich kann hier mit den verschiedenen Reitern Veröffentlichungsoptionen, Beitragsoptionen, Konfiguration des Editorfensters, Metadaten,
die ja wichtig sind, so wesentlich übersichtlicher hier bearbeiten. Ich klicke jetzt auf Speichern und Schließen. Hier haben wir die drei Seiten, die ich angelegt habe. Dann gehe ich zu den Menüs. Main-Menü, neuer Menüeintrag. Und da möchte ich Ihnen jetzt gleich eine neue Funktion zeigen. Wie gesagt, vom Prinzip her ist alles gleich, es sieht etwas anders aus. Menütyp, hier auf Auswählen, Beiträge, einzelner Beitrag. Dann wählt man den Beitrag aus, Seite 1, Speichern und Neu. Und dann das gleiche nochmal. Und den dritten lege ich jetzt auch noch an, denn dann kann ich Ihnen das wesentlich besser zeigen. So, jetzt haben wir hier den Punkt Home, Seite 1, 2, 3. Und in alten Joomla-Versionen musste man immer mühselig, wenn die Reihenfolge nicht gepasst hat, per einem Pfeil nach oben das immer so verschieben. Und mit Joomla 3.0 können wir jetzt endlich auch Drag and Drop nutzen. Das heißt, wenn ich Seite 3 ganz oben haben möchte, klicke ich mit der Maus hier drauf und verschiebe das Ganze hier nach oben. Und wenn ich mir das dann ansehe, ist das auch sofort aktualisiert. Das ist eine neue Funktion, Drag and Drop. Und was auch noch sehr interessant ist, was wir hier in diesem Video leider nicht ansehen können, ist die Mobilfähigkeit. Das heißt, sowohl für das Backend als auch für das Frontend, also das hier ist das Backend und das ist das Frontend, wurde ein extra mobiles Template erstellt, sodass Sie von unterwegs mit Ihrem Smartphone sehr übersichtlich Joomla bedienen können. Und natürlich auch jeder, der mit dem Smartphone auf Ihre Seite kommt, dann nicht dieses Template vor sich findet, sondern ein extra für Smartphones oder für mobile Endgeräte angepasstes System. Eine weitere Neuerung ist, wenn wir jetzt zu Erweiterungen Module wechseln. Ich nehme jetzt einfach mal das Menü und bei den Positionen, Sie wissen, mit den Positionsangaben lege ich hier fest, ob das Menü hier erscheint, ob es beispielsweise rechts erscheint, wenn das möglich wäre, wo die Suchfunktion letztendlich sein soll. Und in den alten Versionen war es so, dass man nur Position 1, 2, 3 hatte und das war ja meistens doch relativ unübersichtlich, denn woher soll ich wissen, wo Position 1 ist? Und das wurde jetzt verbessert. Hier steht Mitte links, unten links, Fußzeile oben, Fußzeile unten. Und somit kann ich mir schon genauer vorstellen, wo sich das letztendlich befindet. Ja, das waren eigentlich so die wichtigsten Neuerungen. Natürlich gibt es noch viele weitere Funktionen und Neuerungen in Joomla 3.0. Aber ich denke, Sie haben jetzt einen kleinen Eindruck bekommen. Die Installationsroutine, das neue Backend und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Testen und Probieren. Viele Grüße, Oliver Pfeil.